Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dino Crisis. Huhu! Wir müssen jetzt hier irgendwie das finden, wo wir unseren kleinen Benzinkanister auffüllen können. Ich habe keine Ahnung wo. Ein großer Tank zur Lagerung von Energie. Können wir den hier schon benutzen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil das irgendwie komisch vorkommt, aber nein, natürlich kann das hier nicht benutzt werden. Yay! Wo müssen wir denn hin? Das ist jetzt halt noch die große Frage. Das weiß ich echt nicht. Ah, hier vielleicht bei den Fässern. Hier wird... Brauche ich das? Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Ah! Sehr schön. Die Anzeige steht auch voll. Wunderbärchen, da wird Rick sich freuen. Wir können abhauen, Leute. Yay! Endlich. Verschwinden wir von dieser gottverdammten Insel. Hovercraft shoppen. Oh yeah. Rick, I got it. Let's go out of here. Oh oh. It's the T-Rex again. Leave him to me. You just work on getting that thing fixed. Right. Hold up, Regina. Take this. Huh? Ach, wie nett von ihm. Oh, noch was. Gegenstand nehmen, Granate. Klar. Hä? Noch was? Ja, nehme ich alles. Okay, jetzt habe ich noch zusätzliche Granaten gekriegt von ihm, das wusste ich gar nicht mehr. Vielleicht auch nur, weil ich auf leicht spiele, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es auf normal nicht von ihm gekriegt. Ich habe keine Ahnung. Was wollte ich? Ich wollte Granatenpistolen. Ja. 17 Granaten und 9 Hitzegranaten. Das sollte reichen. Wir haben ja gerade eben endlich erst gespeichert, aber ja komm, machen wir nochmal, weil es so schön ist. Man kann nie oft genug speichern. Ich weiß gar nicht, ob man hier ein Ranking kriegt über Resident Evil. Ist mir egal, ich scheiße aufs Ranking, falls es eins geben sollte. Ich will einfach nur überleben. Einfach nur überleben, wirklich. So, dann mal wieder raus aufs Hafengelände hier. Yay! Endboss-Kampf. Wo ist er? Wie kann er da durchkommen? Da bin ich doch gerade selber gewesen in der Gegend. Na, Schätze kennen. Warum tust du mir das an? Ja, lauf doch! Regina! Run! Jump! Something. Was? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. La 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 la. Lauf, 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 lauf. Was? Aber da stand doch Feuer. Ich habe mich doch nur umgedreht, weil... Hallo. Hallo. Ja, nett, aber... Och, Mensch, hallo. Das war jetzt aber echt scheiße. Warte mal, ich überlege einen Quickturn hier. Ich bin sicher, dass ich einen Quickturn konnte. Aha. So, ah, siehst du wohl, gibt's doch. Nein, jetzt nicht mehr, hab ich doch gerade. Ha! Ich hab doch gerade eben erst gespeichert, wieso fragt er mich jetzt nochmal? Das ist aber nicht nett. Das ist komisch. Ja, komm, wissen wir. Und war das gerade fies? Also, nicht umdrehen, wenn da Feier steht, jedenfalls noch nicht. Das war viel zu nah. Wusste ich's doch, ey. Der, ja, Feier, Spiel, kannst du mal. Kann ich das nicht überspringen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Ja, hallo. Ist gut. Regina, run! Es dauert viel zu lange. Lauf! Intruder detected. Ja, schön. Lauf! Thank you.
Lauf! Okay, es klappt doch so ähnlich wie im Spiel gedacht. Lauf, lauf! Ach, ich muss mich dann umdrehen und schießen, weil der mich sonst frisst. Ja, fortsetzen. Alter, das ist, dass ich das jetzt hier nicht hinkriege irgendwie. Warte mal. Ich gehe doch mal eben an die Notfallbox. Schaden kann es ja nicht. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Wiederbelebung hier. Bitte brauche nicht zu viele Stecker. Du brauchst einen Stecker. Ach, du bist ja freundlich. Ja, möchte ich, bitte. War hier noch irgendwo Wiederbelebung? Ja, hier Wiederbelebung. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich könnte es brauchen. Der Bosskampf nervt. Jetzt schon. Aber wieso kommt er von diesem Tor hier, bitteschön? Ne? Das ist so unlogisch. Naja, egal. Nein. Immer noch nicht. Ich würde das so gerne überspringen können und kann nicht. Ja. Ich kann es echt nicht überspringen. Hoffentlich muss ich es nicht nochmal angucken. Ich will es endlich schaffen. Ja. Habe ich überhaupt die richtige Pistole ausgerüstet? Ja. Lauf. Lauf. Ja, Gott sei Dank. Lauf weiter. Um Gottes Willen. Was? Geschafft? Was? Jetzt ernsthaft? Was? Fire in the hole! Get down! Jetzt ernsthaft? Ja, die Credits. Halleluja, also ich bin noch gerade so ein bisschen, also mein Herz rast noch gerade etwas leicht von dem Bosskampf, auch wenn der jetzt viel zu schnell vorbei war, wie ich finde.
Aber er war trotzdem auf jeden Fall anspruchsvoll, sag ich mal. Also es ist ja wirklich, man hat nicht viel Zeit. Wenn da steht Fire, wird ich sofort Quickturn und schießen. Oh Gott. Ja, es werden gerade nochmal schöne Szenen gezeigt aus dem Spiel. Auch welche, die wir nicht erlebt haben. Da war ja schon gerade eine, wenn man den Weg von Gale nimmt. Ja, und das ist das, was wir hatten mit Tom. Ja, das war auch eine schöne Stelle, wie der da durchs Fenster kam. Oha. Wir haben Dino Crisis durchgespielt auf einfach und haben uns immer für Rick entschieden. Oder hatten wir uns nur ein einziges Mal für Gale entschieden? Nee, ne? Wir hatten echt immer Rick. Und ja. Was soll ich sagen? Es ist definitiv ein tolles Spiel. Auch wenn es ja mehr oder weniger ein Abklatsch von Resident Evil ist, ist es doch wirklich sehr gut gemacht. Ich mag ja sowieso Dinosaurier total gerne. Ein bisschen mehr als Zombies, muss ich auch zugeben. Und, ja, es ist geil. Das da übrigens, was da gerade jetzt zu sehen ist, das wäre ein anderer Weg gewesen. Ein anderes Ending. Also es gibt ja drei verschiedene Türen noch mit A, die wir hätten nehmen können. Also es gibt, ich glaube, vier verschiedene Endings oder auf jeden Fall mindestens drei. Und es ist da eigentlich auch egal, ob man sich jetzt für Rick oder Gale entscheidet, weil man kann ja so oder so sich nochmal umentscheiden oder nicht durch eine der A-Türen zu gehen und Kirk auch noch zu retten. Aber mal ganz ehrlich, wirklich, also er hat es nicht besser verdient, als mit seiner ganzen Forschungsanlage da jetzt zu verschwinden. Wo ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher bin, Alex, vielleicht kannst du mir das ja sagen, ist die Forschungsanstalt jetzt wirklich so explodiert, dass da jetzt alle tot sind, oder ist die jetzt nur in die Dinosaurierzeit versetzt worden? Da bin ich mir jetzt nämlich überhaupt nicht sicher. Ja. You have mail. Ah, stimmt, das kommt ja noch. The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name, Regina. Dr. Kirk. Status unknown. Due to unforeseen elements of the area, we were unable to recapture Dr. Kirk. His survival is unknown. Gale. Status alive. Gale did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Rick. Status alive. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Regina. Status alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Tom. Status deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper. Status unknown. We lost contact with Cooper at the beginning of the mission and have not heard from him since then. Mission complete. Ja, stimmt. Wir können ja noch mehr Missionen machen. Operation Instructions. Ja, ich hatte definitiv viele Schwierigkeiten. Das kann man wohl sagen. Ja, ich... Ach, ja, hallo. Das weiß ich selber, Manno. Nee. Also jetzt im Moment bestimmt nicht. Definitiv not. Du hast neue Kleidung. Okay. Yeah. Beide Outfits mag ich wirklich sehr gerne, muss ich sagen. Die sind beide cool. Achso, soll ich jetzt nochmal speichern? Ja, okay, scheint keinen Schaden. Dann speichere ich jetzt noch einmal. Weil es so schön ist. Ja.
Ah, da sind nochmal die beiden Outfits zu sehen gewesen, die wir freigeschaltet haben, als kleine Punkte. Gut, Leute. We made it. Wir haben es geschafft. Und diese kleinen Extra-Missionen, die man da noch machen kann, werde ich nicht machen. Das werde ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß gar nicht, wie sieht das hier aus. Wenn ich hier so im Lösungsbuch nachschlage, was hier noch neben mir lag, wo ist denn das hier? Was sind das für Bonus-Missionen hier? Ich weiß es nicht. Ja, Ende dieses, Ende jenes. Was ist das denn hier? Das ist das. Das ist das. Was man hier noch wie mixen kann. Ja, Trailer, schön. Operation Dr. Kirk, die Speed-Lösung. Okay, brauche ich nicht. Cool, dass es sogar eine Speed-Lösung hier gibt. Das finde ich witzig. Naja. Ich finde es hier gerade nicht. Ich habe auch keinen Bock, das hier alles jetzt durchzublättern. Fakt ist auf jeden Fall, das weiß ich auch noch so, dass man da so eine Mission hat, wo man halt auch nochmal jeden Dino abknallen muss, der einem entgegenkommt, wo man durch diese bekannten 10 Räume da halt läuft und hasse nicht gesehen und irgendwie, nee. Ich habe das noch nie gespielt und ich habe auch jetzt nicht vor, das zu machen fürs Let's Play. Weil ich das ehrlich gesagt an sich jetzt von der Story her, was man da jetzt so schon im Vorfeld sich hier rauslesen kann, sag ich mal, weil das überhaupt nicht spannend klingt. So, ja, man rennt da durch, macht noch so ein paar Sachen, bla bla bla. Das ist irgendwie nicht so das wirklich meine, sag ich mal. Und deswegen werde ich das nicht machen. Mein nächstes Let's Play-Projekt jetzt hier nach Dino Crisis wird vermutlich Dino Crisis 2 direkt sein, weil ich ja dazu jetzt auch schon ein Info- und Abstimmungsvideo hochgeladen hatte und bisher haben alle bis auf eine einzige Person für Dino Crisis 2 gestimmt. Jedenfalls die, die sich zu Wort gemeldet hatten. Und deswegen, ja, würde ich sagen, hören wir uns noch einmal den schönen Dino-Schrei an, weil er so schön ist und dann sehen wir uns wahrscheinlich bei Dino Crisis 2 wieder oder halt auch vielleicht nochmal bei Tomb Raider oder was ja nach Silent Hill 3 jetzt kommen wird, Blood Omen 2. Wir wissen es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr schaltet wieder ein, egal bei was auch immer. Und bitte schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Let's Play fandet, wie, ob es euch Spaß gemacht hat. Hinterlasst mir auch, ja, also Kommentar und Bewertung halt und vielleicht auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, ne? Ciao, Leute.